So, hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Quatsch, ist ja gar kein Tomb Raider, oder Tom? Nein, es ist ein Lara Croft, ist es, ja, also Lara Croft in The Guardian of Light. Jo, Mai, ey, Genau. also sorry an alle Tomb Raider-Fans da draußen. Es ist kein Tomb Raider, aber das Thema hatten wir ja schon in den ersten paar Parts. Genau, das Thema hatten wir schon langläufig bequatscht, also darüber Genau. müssen wir jetzt nicht nochmal reden. Aber das ist ja trotzdem ein schönes Spiel. Ja, Und nebenbei so. läuft bei mir eine Recovering-Aktion, weil meine Stimme von den letzten Parts, die ihr hoffentlich im letzten Parts gehört habt, weil wenn nicht, dann ist das Recovering fehlgeschlagen. Dann habe ich Pech. So, warte mal, was gibt's denn hier hinten noch? Hier waren wir noch gar nicht. Ja, guck mal, hier gibt's noch so eine rote Fratze. Roten Schädel. Au, du, Pass, das fällt ab. ja, ich wollte es gerade sagen, pass lieber auf, Gut, dass ich nicht wenn du. draufgegangen bin. Beliebige Taste. Bin ich draufgegangen? Ja, du bist Oh, draufgegangen. ich hab gedacht, du warst das. Nee. Ich habe jetzt Ja, gerade noch nicht gecheckt. das ist so ein bisschen, die Übersicht geht teilweise ein bisschen flöten. Aber ich Ja. glaube, wir haben jetzt alle Kugeln. Ja, Und das genau. heißt, sobald wir dann mit diesem Level fertig sind, Leute, kündige ich gleich einmal an, dann wird der Part beendet. Obwohl, nee, wir können auch zwischenspeichern. Also das Spiel speichert ja auch Checkpoints, also können wir dann auch aufhören. Weil dann ist meine Festplatte langsam voll. Und dann hört es aber auf, ne? Wollte ich euch schon, muss schon mal sagen, Leute. Oh, und ich höre, glaube ich, noch ein fettes Vieh. Alter, die Waffe wollte ich. Hinten ist noch so ein Magic Cooper. Warte, ich versuch dich. Ist zu spät. Ah, nein! Ach, Scheiße. Mann. Der Part geht gut los. Not. Ja. Aber der Ladescreen sieht schick aus. Ich finde allgemein, also diese handgezeichneten, also diese Comic-Zwischensequenzen sehen ja nicht so schnell. Oh, Ja, scheiße. finde ich cool. Sind schon ganz nice gemacht, ja, das auf jeden Fall. Aber wenn jetzt so also zwischendurch die Zwischensequenzen sind ja animiert, Ja, dann diese Ingame, die finde ich ein bisschen schöner, finde ich. Ja, deswegen, Oh, ich hier ist ja nochmal finde so eine Kugel, die es jetzt. halt schade, dass diese Anfangssequenz, wo halt dieser Vasco oder wie der heißt, der diesen Spiegel der Schatten oder was für ein Ding So, sowas, ja. da Das hätte rausnimmt man und ruhig auch in Ingame machen können, finde ich. deswegen, das hätte man auch richtig animieren können, also Alter, die fand ich ein Kugeln bisschen blockieren sich hier schade. gerade gegenseitig. So, eins. Zwei. Und was kommt nochmal nach drei? Ach so, drei. Sieben. So, da haben wir noch einen So. Checkpoint und jetzt haben wir alle. Oh, bugsieren Sie alle Kugeln in den Hauptraum. Das ist schon mal super deutsch von den Entwicklern. Umgangssprache. Naja, warum nicht? Oh, Gegner. Ich habe gewusst, dass es nicht so einfach bleibt. Ich mach den Fetten hier hin. Du holst ja wieder die meisten Punkte, ist okay. Ja, Dann mache ich wie diesen immer. Fetten hier. Der sich irgendwie nicht in meiner Reichweite befindet. Und da ist er down. Und ich renne natürlich nochmal voll rein, damit er mir noch mehr Energie abzieht. Beschwer dich doch nicht, du hast doch mehr Punkte als ich gerade. Aber deutlichst. Ich habe mehr Gameoscore-Punkte, ja. Komm, ich habe mehr Ingame-Punkte hier. Sag mal, ganz ehrlich du. Was ist mehr wert? Punkte, von denen du dir nichts kaufen kannst oder Punkte, von denen du dir nichts kaufen kannst? Punkte, von denen du nichts kaufen kannst. Ja, aber du hast mehr Geld und kannst dir mehr Sachen kaufen als ich. Unschön. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt noch passiert, weil für mich ist es jetzt, glaube ich, wieder blind. Ich glaube, jetzt geht die Tür auf. Scheiße, damit hätte ich nicht gerechnet. Wie Ei. gesagt, für mich ist es jetzt wieder blind. Ja, passt, bis dahin hast du gespielt, ja. Also, ich glaube, ich habe nicht mal mehr die letzten Kugeln geholt. Oh, geht da noch Ja, weiter. Ich dachte, das Level wäre jetzt an dieser Stelle schon vorbei. Öffnen Sie das. Fliehen Sie aus dem. Oh, fliehen. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt fliehen, Tom. Wir müssen jetzt auf jeden Fall fliegen. Guck mal, ich habe noch einen Schädel geholt. Oh, ich verstehe, warum wir fliehen müssen. Hier sind ganz viele Da musst du Speere des aufpassen. Todes. Da musst du aufpassen. Da gehen manche, da rennst du jetzt und manche, die gehen alle hinter dir Weißt du, zu und auf einmal, ich renne hier immer einfach geht eine durch, vor ich dir renne hier zu. einfach durch und fertig ist. Wow. Aha. Oh. Die haben wir ja schon mal vorhin gehabt, die Dinger. Okay, den roten Tempel Oh, haben wir jetzt Scheiße. verpasst. Da musst du aufpassen. Die gehen auch wieder hinter dir zu jetzt. Ja, ich sehe, ich sehe. Oh, jetzt bin ich wieder Ah! getrennt. Verdammt. So ein Das war Scheiß. jetzt unschön. Ja, mitten in der. Ich bin wieder getrennt von. Und jetzt, Internet ja, ist bist gerade du weg. getrennt. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Hey, liebe Leute, ja, Hello!
wir haben's relaunched, wir sind wieder da und so weiter, ne? Ja. Nachdem ich mal wieder erfolgreich aus meiner Internetleitung rausgeflogen bin, geht's jetzt, denke ich, mal weiter, oder, Olli? Ja, genau, und wir stecken mitten in dieser komischen Falle schon drin, also, lauf! Halt aufpassen, weil... Ja, ja, also das ist jetzt noch das, wo wir einfach nur durchwaschen müssen. Und diesmal hole ich mir den Schädel, ich sag's dir. Ja, diesmal habe ich... Nein! Okay, ich bin tot. Nein, doch nicht. Nein, jetzt bin ich schon wieder tot. Und jetzt bist du auch tot. So ein Scheiß. Und damit hat sie das Thema erledigt. Und mein Recovering ist gleich, hoffentlich, fertig. Ich hab grad mitgekriegt, ich kann von meinem Totec die Sprungrichtung gar nicht, ja. Also du kannst ja kontrollieren, ich kann auf jeden Fall kontrollieren, in welche Richtung ich abspringe, aber während des Sprungs kann man halt, ja, bei manchen Spielen... Ah, das ist ja scheiße, wenn du drüber rollst, dann kannst du nicht mehr springen, das ist ja auch doof. War ja, gerade voll am Rollen und so. Lieber nicht rollen. Ja. Dann kannst du nicht mehr springen, das ist auch doof. Okay, ja, das ist jetzt wie bei meinem Underworld Let's Play hier, Levers Schatten. Gab's auch so eine Stelle mit so komischen Teilen. Ja. Die habe ich auch zigmal gestorben. Hey, jetzt auf mit Rollen. Ja, ja, jetzt höre ich auf mit Rollen. Sag's dir. Okay, und jetzt ganz konzentriert. Jetzt muss man aufpassen. Muss aufpassen, ja. Schön ruhig. Achtung, die wackelt. Vorsicht, genau. Weiter. Ach, die wackelt, ja, ich seh's. Ja, ah! Scheiße. Okay. Das meld ich vorhin. Das ist so. Es ist so auswendig lernen, ist so ja, schlimm. Bei der Stelle habe ich so ewig gebraucht im Singleplayer. Gut, dass ich das schon mal kurz gespielt habe. Wir müssen noch mal kurz auf Pause. Mein Recovering war gerade finished und ich möchte das jetzt noch schnell zwischensafen. Jo. Okay, wir machen das jetzt mitten in der Aufnahme, weil wir sind professionell. Nein, temporäre Daten nicht löschen. Öffnen. Also jeder, der schon mal mit Audio Activity gearbeitet hat und das Zeug wieder herstellen muss, weiß, was ich gerade durchmache. Ja. Du nicht, ne? Nö. Du lässt direkt mit Fraps aufnehmen, mache ich ja sonst auch. So, Audio Activity Temp und hier sollte irgendwo dieses scheiß WMA-File sein. Ganz unten. Bestimmt, ich wette es. Ja, da ist es. Oh. So. Öffnen. Jetzt importiert das. Auch wenn du es nicht glaubst, importiert es gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott, auch wir zocken jetzt weiter, oder? Oder wir zocken jetzt weiter. Warten wir noch kurz. Na klar, zocken wir weiter. Wir zocken weiter. Scheiße. Wir zocken weiter. Profi schüssen. Scheiß auf ja, das Wiederherstellen meiner Stimme. Wir können's halt. Ja, ja. Ich bin bilingual. Ich bin wie German Let's Play. Ich kann das. Du links, ich rechts. Ja. Wieso darfst du der politischen Richtung folgen? Ach ja. In dem Sinne, schöne Grüße an Eze Hichel. Ja, ja, also das Spiel ist auch voll Eze Hichel. Möchte ich bloß mal sagen. Alle, die diesen Spruch noch kennen, geprägt wurde er vom lieben... Warte, ja, ja, hier ging's zurück. Ist noch weiter zurück? Nein, okay. Und durchgerollt. Wow, ah, scheiße, ich bin tot. Ist tot? Ja. Scheiße. Warte, ich schaff's. Warte, ich nehme... Ach, jetzt bin ich schon wieder tot. Man sieht ja schon Alter, mal den Schatten, ja, ja, das ist scheiße. Kann man immer schon ein bisschen so die Richtung bestimmen. Okay, ich bin wieder drinnen, noch lebe ich. Jetzt hat mich direkt eine Kugel getroffen. Ach, scheiße, Mann. So, Datei speichern als MPEG-3 und als... Ja, speichern, ne? So, okay, weiter geht's. Ah, Mist! Ach, scheiße, ich bin tot. Ich lebe wieder. Jetzt bin ich schon wieder tot. Jetzt bin ich schon wieder tot. Alter, ich spawne und bin tot. Ja, das ist ja klassisch, Call of Duty Modern Warfare 2 Multiplayer. Wow, Alter! Aber ich hab uns beide gerettet. Du hast blind gespielt, ja? Ich hab jetzt blind. Oder ist blind jetzt, ja? Ist schon lange, ja. Also dieser ganze Abschnitt hier ist total blind bei mir. Okay. So, und damit haben wir das Level geschafft, Leute. Jawohl. Und damit, wie versprochen, hören wir jetzt an dieser Stelle mit dem Part auf. 31 Minuten. Ja, ja, war ziemlich lange, ne? Jo. Gut, Leute, also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Oliver 301. Und ich bin Mr. TomTom 159. Genau, und wir sehen uns und tschüss. Ciao.